Herzlich willkommen zu einem neuen LS19 Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie die Zucht von Schafen im Landwirtschaftssimulator 2019 funktioniert. Die Schafzucht ist relativ einfach und simpel. Schafe benötigen lediglich Gras oder Heu und Wasser. In diesem Tutorial stelle ich euch sowohl die Fütterung mit Gras als auch mit Heu vor. Die Frage ist, welche Geräte benötigt man, wie viel kosten diese, welche Unterschiede gibt es bei den Schafsweiden und noch vieles mehr. Kommen wir direkt zu der kleinen Schafweide. Diese kostet 65.000 Euro und wir können hier 80 Schafe unterbringen. Die große Schafweide kostet 180.000 Euro und kann bis zu 250 Schafe bewirtschaften. Für den Transport der Schafe können wir ohne Mods nur den Betimax RDS 7500 von Joskin verwenden. Dieser kostet 24.000 Euro und es können maximal 10 Schafe aufgeladen werden. Die Wahl des Traktors steht euch frei. Da ich das Mähwerk vorne ankoppel und den Schwader bzw. Wender hinten, habe ich mich für den mittelgroßen Fendt Vario 724 aus der 700er Serie entschieden. Das Mähwerk Novacat 301ED und Novacat X8ED kann kombiniert werden und vorne an den Traktor gehangen werden. Diese gibt es im Shop für 19.000 und 42.000 Euro. Das Aquatrans 7300S Wasserfass kostet 9.500 Euro und hat ein Fassungsvermögen von 7.300 Litern. Als Ladewagen kommt der Zenon CFS 2501DO von Strautmann zum Einsatz. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 23.000 Litern und reicht für beide Schafweiden vollkommen aus. Im Shop erhaltet ihr diesen für 46.000 Euro. Falls ihr lieber Heu anstatt Gras zum Füttern der Schafe verwenden möchtet, empfehle ich das GF 8712 von Kuhn. Der Wender hat eine Arbeitsbreite von 8,7 Metern und kann in Kombination mit dem Mähwerk hinten an den Traktor gespannt werden. Schafe fressen aber auch Gras und daher ist es nicht notwendig, Heu zu produzieren. Damit ihr es mit dem Ladewagen einfacher habt, empfehle ich einen Schwader. In diesem Fall habe ich mich für den Kuhn GA 9531 entschieden. Dieser hat eine Arbeitsbreite von 9,3 Metern und kostet 30.000 Euro. Für die Reinigung des Stalls wird entweder eine Universalschaufel oder ein Sammelwagen benötigt. Diese findet ihr ebenfalls im Shop. Ihr seht hier noch einmal eine Übersicht der gekauften Maschinen und Geräte und jetzt kommen wir direkt zur Schafzucht. Um Schafe zu kaufen, könnt ihr mit dem Anhänger zum Viehhändler fahren, dort das Tiermenü öffnen und die Schafe verladen. Alternativ könnt ihr die Schafe auch direkt an der Schafweide kaufen. Es fällt dann aber eine Gebühr für den Kauf an. Ob ihr weiße Schafe, braune, schwarz und weiß oder ein schwarzes Schaf kauft, das ist vollkommen irrelevant. Alle Schafe produzieren die gleiche Menge an Wolle. Ihr fahrt dann mit den Schafen direkt an den Stall heran und öffnet hier ebenfalls das Tiermenü und ladet die Schafe auf die Weide. Wenn ihr das Tiermenü direkt an der Weide öffnet, könnt ihr auch direkt Schafe vom Viehhändler kaufen. Wie bereits erwähnt, fällt dafür dann eine Gebühr an. Und ihr bekommt einen Hinweis, wenn die Weide voll ist. Das Wasserfass kann an einem See aufgefüllt werden. Dazu einfach dicht ans Wasser fahren und den Füllvorgang starten. An der Schafweide könnt ihr dann an der markierten Stelle das Wasser in den Trog füllen. Kommen wir nun zum Futter. Das Mähwerk vorne und der Schwader hinten sind ideal, um Gras effizient zu ernten. Im Anschluss verwenden wir den Ladewagen, um das Gras einzusammeln. Mit dem Ladewagen können wir direkt zur Schafweide fahren, um den Überladevorgang zu starten. In der Tierübersicht seht ihr den Zustand der Weide und ob genügend Nahrung und Wasser vorhanden ist. Außerdem die Reproduktionsrate und die Wollproduktion.
Falls ihr doch Heu produzieren möchtet, könnt ihr die beiden Novacat-Mähwerke vorne an die Traktur spannen und den Bänder hinten ankoppeln. Im Anschluss sammelt ihr mit dem Ladewagen das Heu auf und könnt es ebenfalls direkt auf der Weide in den Trog kippen. Bei der Reinigung der Weide entsteht nur Gras, auch wenn ihr vorher Heu verfüttert habt. Zum Reinigen der Schafweide könnt ihr mit dem Ladewagen über die Futterstelle fahren. Schafe produzieren nur Wolle. Diese könnt ihr mit einer Palettengabel auf einen Anhänger oder alternativ auch auf euren Pickup verladen. Leider habe ich keinen passenden Anhänger in der Vanilla-Version gefunden, daher habe ich die Paletten auf den Pickup geladen. Vergesst dabei aber nicht, die Spanngurte anzubringen. Kennt ihr einen guten Anhänger für Paletten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Verkauft wird die Wolle dann in der Spinnerei. Das war schon das Tutorial zur Schafzucht im Landwirtschaftssimulator 2019. Ich hoffe, das Video bzw. das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und schaut euch auch gerne die anderen Tutorials zum Landwirtschaftssimulator 2019 von mir an. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.